auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Tobias, zum Spiel möchte ich nicht viel sagen. Das habt ihr ja schon in der PK besprochen. Kann sich jeder anschauen, wenn er möchte. Was mich interessiert, ihr habt ja natürlich einen großen Umbruch gehabt. Kannst du das ganz kurz rekapitulieren und vor allem sagen, wie sich die Mannschaft jetzt entwickelt hat und was da noch zu tun ist? Ja, wir hatten einen großen Umbruch diesen Sommer, der sich einfach so ergeben hat. Das war vielleicht nicht überall gewollt, das hat sich einfach in Summe dann am Ende so ergeben. Und wir haben eine Anzahl an neuen Spielern dazu bekommen. Für uns in Spielberg ist klar, dass es eigentlich in der Oberliga, wenn man die finanziellen Mittel anderer Vereine sieht, immer eigentlich irgendwo im Unterbereich darum geht, dass wir über dem Strich stehen. Jetzt sind wir mit 2 Niederlagen gestartet. Ob das jetzt komplett überraschend ist, das lasse ich mal dahingestellt. Jeder, der die Liga kennt, weiß schon auch, dass es schwierig ist in der Liga. Wir haben eine neue Mannschaft in Anführungszeichen. Wir haben den ein oder anderen Neuzugang auf dem Platz stand, aber trotzdem jetzt in den Spielen schon einige Spieler, die letztes Jahr schon hier waren. Wir sind schlecht gestartet. Das spielt natürlich eine Rolle, aber uns ist schon bewusst, dass es ein ganz, ganz langer Weg wird. Wir wollen uns positiv weiterentwickeln, wollen stabil werden. Ich fand uns jetzt schon in den Spielen, es war nicht so, dass wir klar unterlegen waren. Das waren offene Spiele, die dann in die andere Richtung gekippt sind. Und da sind Spieler drin, die manchmal noch ein bisschen unerfahren sind und die auch Fehler machen. Aber wenn ich jetzt die ersten zwei Spiele Revue passieren lasse, dann haben wir nicht wegen irgendwelchen Spielern verloren, die aufgrund ihrer Unerfahrenheit oder ihres Alters einen Fehler gemacht haben. Ja, wie lief denn die Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung, es war jetzt meine erste Vorbereitung im Herrenbereich. Das ist nicht immer so glatt, weil man auch, das hat mich auch sehr überrascht auf Oberliganiveau. Man hat Urlauber, man hat Spieler, die zum Teil abwesend sind. Und dadurch ist eine gute Vorbereitung dann schon auch nicht einfach. Und das hat uns auch getroffen. Ich habe mich aber auch ein bisschen umgehört. Das ging anderen Oberligisten genauso. Aber dadurch ist die Vorbereitung dann schon in der Trainingswoche ein bisschen stocken. Die Testspiele waren mit Höhe und Tiefe. Das ist alles völlig normal. Was denkst du, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft jetzt steckt und was für Ziele kann man langfristig mit dieser Mannschaft verfolgen? Wir sind ja da ein Stück weit an die Liga gebunden. Unsere Ziele oder unser Potenzial muss man ja einordnen, auch im Hinblick. Wir sind in der Oberliga ein kleines Licht, das muss man schon sagen. Und ich habe das auch in der Transferperiode jetzt gemerkt. Wir gehen Spieler an, die sich dann einfach für einen anderen Verein entscheiden, warum auch immer. Das ist so. Und wir kämpfen hier mit unseren Mitteln. Wir kämpfen seriös mit unseren Mitteln. Und man muss schon sagen, dass es für uns auch in diesem Jahr, wenn wir am Schluss die Oberliga halten, ist das für der SV Spielberg wie in den letzten Jahren auch ein Erfolg. Ja, letztes Jahr hat man ja bekannt gegeben, dass man mit dem KSC kooperieren möchte, weil sie ja die zweite Mannschaft abgemeldet haben. Hat sich da was ergeben? Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Wir haben einen Spieler bekommen, der Dennis Stosig, der ist von der KSC Amateure direkt zu uns gewechselt. Und einen Spieler über einen Kooperationsvertrag haben wir nicht bekommen. Aber ich glaube schon auch, dass da in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen ein falsches Bild war. Man ist ja nie davon ausgegangen, dass hier 10 Spieler hier herwechseln, sondern es ging ja darum, dass vielleicht das Angebot vom KSC einer oder zwei aus der U19 annimmt. Das war nicht der Fall. Das ist völlig legitim und von daher, das Thema wird mir viel zu groß gemacht. Da ist nichts Überraschendes passiert. Ein Coup war sicherlich Edmond Kaplani, älterer Ex-Profi. Was meinst du, ja, ist er gut für eine Überraschung? Was könnte da passieren in dieser Richtung? Gut, ich glaube, über den Edmond Kaplani braucht man nicht sprechen, wenn man seine Laufbahn beobachtet hat. Das ist ein überragender Stürmer, der überall seine Torjägerqualität unter Beweis gestellt hat. Für uns ist ein riesiger Gewinn, auch so in der Kabine, in der Trainingswoche. Der Edmond kennt das Geschäft sehr, sehr gut, aber man darf auch keine Wunderdinge erwarten. Der Spieler ist mittlerweile 36 Jahre alt, das wird manchmal auch vergessen. Er kann die Spiele ja nicht im Alleingang gewinnen, das funktioniert nicht. Wir sind sehr, sehr froh, dass er hier ist. Der Edmond ist ein
wahnsinnig guter Typ und super Mensch. Und alles andere sieht man auf dem Platz, wenn er in seiner Aktion ist, ganz klar. Tobias, dann danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Jo, danke schön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.